Shalom Aleichem. Wir lernen weiter Tariag Mitzvot, 613 Mitzvot von die Torah. Heute Mitzvah 214. Shelo la'asot avodat elilim, lo le'atzmo velo le'zulato. Soll man nicht machen Götzendienst, Götzedienerei, Götzefiguren, Idolen, Statue, verschiedene Schmonzes von Getschkes, nicht für sich allein, auch als Hobby oder Kreativität oder Handkunst und umso mehr nicht für die anderen Leute. Und so steht geschrieben in 3. Buch Mosche, Vaikra, Kapitel 19, Pasuk Daled, Ve'elohem asecha lo ta'asu lachem. Und es steht geschrieben, lachem, in zwei Varianten lachem. Lachem für euch, für selbst nutzen, oder lachem für die andere. Zum Beispiel ein Mensch hat einen Baum. Und in diesem Baum wachsen Granatapfel. Nur, er darf von den Früchten essen und er kann mir die Früchte schenken, verteilen, verkaufen, er kann machen damit, was er will. Beide ist Lachem, beide ist seine. Genauso in Götzendienerei, beide sind verboten. Für eigene Nutz, Figuren, Statue, Idolen und Getschke zu machen, als auch für andere Leute. Und das Zweck spielt keine Rolle, ob es ist zum Verkaufen oder zu verschenken oder Wettbewerb von Kunst. In dem Moment, wo die Sache hat zu tun mit Avodat Elilim, es ist verboten und das ist Avodah Zarah und das ist eine von den drei schlimmsten Sünden in die Torah und in dem jüdischen Glaube. Drei schlimmsten Sünden sind Inzucht, Gilui Arayot, Mord, Shfichut Damim und Avodah Zarah, Götze Dienerei. Wir wissen, dass sogar dem Genuss von seiner Arbeit, sagen wir, ein Mensch sitzt und spielt und macht von einem Holz irgendeine Figur von einer verbotenen Kreation. Und er will das jemand schenken. Sagt Gott, nein, auch das, diese Geheim jemand zu schenken, es ist verboten. Und auch wenn es nicht fertig ist, er hat nur, wie man sagt, gemeißelt oder die ersten Teile von dem Statue nur abgeschnitzt oder geschnitten oder gemeißelt. Ich bin kein Künstler, aber es gibt Menschen, die sind Handwerker und sie müssen wissen, oder sogar ein Maler. Deshalb gibt es sehr viele verbotene Sachen, wie zu malen Sonne, Mond, Sterne oder komplette Menschen von oben bis unten. Wie schon gelernt in diesem Verbot, in die 10 Gebote, und es kommt noch einmal im 5. Buch Mosche, soll man nicht Ebenbild machen. Dieses Verbot ist in jedem Ort, in jeder Zeit, bei Männern und bei Frauen und auch bei Bnei Noach. Und wenn einer hat das übergangen und hat gemacht, Avodah Zarah, Götzendienerei, Idolen oder Statue zu jemand anders, spielt keine Rolle, ob er hat das gemacht, Le Goy oder Le Israel, er bekommt Peitsche, Malkot. Und wenn er hat das gemacht für sich selbst, bekommt er zweimal Peitsche, also zweimal 39. Warum? Einmal wegen das Machen und einmal wegen Verwenden. Vielleicht noch eine Erklärung für die ganze Sache. Der Eibischter Gott ist sehr, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, aber ich sage in die Wörter von der Tora, Elkanah, er ist jealous, er ist eifersüchtig. Er will nicht, soll man jemand anders haben als anstatt ihm. Er will nicht, sollst du beschäftigt sein mit anderen Bildern, mit anderen Figuren anstatt ihm. Er will, dass du nur ihm als Hashem, ohne Körper, ohne irgendeine Vorstellung, sollst du dienen. Und das ist diese Mitzvah. Und deshalb auch als Kunst, die Sache ist nicht erlaubt. Shkoyach.